Psyonix hat Season 4 announced und ein wahrscheinlich großes Update, eine große Veränderung des Spielsystems von Rocket League angekündigt zum April. Alle Infos, die es bisher dazu gibt, hört ihr nach dem Intro. Alright, diese Nibelotte, damit herzlich willkommen zu diesem Commentary, denn der Betreiber des allseits beliebten Spiels Rocket League hat zwischen dem 19.01. und dem 20.01. angekündigt, dass die Season 3 noch bis Anfang April andauern soll. Gleichzeitig haben sie sich bei der Community bedankt und dass das Verständnis da ist, dass diese Season tatsächlich länger dauert als die anderen vorherigen Seasons. Die Gründe dafür sind Änderungen, die mit Season 4 kommen werden und auch Updates, von denen aber bisher noch nicht viele Infos veröffentlicht worden sind. Deshalb vorerst. Angekündigt wurde, es gibt jetzt also die Rewards für Season 3, es gibt Wheels, also Räder in verschiedenen Designs, je nachdem welchen Rang ihr erspielen konntet in Season 3. Es gibt also die Typen Prospect, Challenger, Rising Star und die Champion Wheels. Außerdem gibt es wieder den Reward, dass ein Grand Champion Titel vergeben wird für Season 3 natürlich diesmal. Zwei Punkte sind da ganz wichtig. Um zu entscheiden, welche Rewards ihr erhaltet, ist es nicht erforderlich, am Ende der Season diesen Rang zu besitzen, sondern es wird der Rang genommen, den ihr am höchsten erspielt habt. Und zweitens ist es total egal, in welcher Playlist ihr diesen Rang erreicht habt. Ihr müsst nur in einer der Playlisten halt zum Beispiel ein Champion mal gewesen sein, dann kriegt ihr die Champion Wheels und natürlich auch alle anderen Wheels, die es davor gab, nur nicht den Titel. Seid ihr irgendwo mal Grand Champion gewesen und seid wieder gedroppt in jeder Playlist, kriegt ihr trotzdem den Season 3 Grand Champion Titel, um euch den in Season 4 unter euren Namen anzeigen zu lassen. Mehr Infos gerade auch zu den Veränderungen im Spiel wird es bis April weiterhin geben. Psyonix hat angekündigt, dass verschiedene News weiter eingebröckelt werden. Ich bin gespannt. Eine News haben sie aber schon mal rausgeballert und das auch ein Hauptgrund ist, warum die Season jetzt tatsächlich so lange dauert, denn das Rangsystem wird nochmal komplett geändert. Wir werden im aktuellen Season 4 Rangsystem Ränge sehen, die wir in vorherigen Seasons schon hatten. Wir sehen aktuellere Ränge und wir kriegen sogar noch ganz neue Ränge rein. So startet es also vom Unranked über Bronze 1 bis 3, Silber 1 bis 3, Gold 1 bis 3, Platinum und Diamond 1 bis 3, die komplett neu sind, Champion 1 bis 3 und den Grand Champion. Ich vermute, dass es auch weiterhin die Division geben wird. Das kann ich aber noch nicht ganz sagen. Ziel für Psyonix war es, dass man noch genauer klassifizieren kann, welche Spieler in welchen Rang gehören. In der Season 2 und auch in Season 3 gibt es einfach zu viele Grand Champions. Und innerhalb der Grand Champions gibt es einen viel zu großen Skillunterschied. Durch die neuen Tiers kann das eben genauer eingegrenzt werden. Vor allen Dingen dann, wenn es auch noch die Division gibt. Das Rangsystem sieht also jetzt immer ähnlicher auch den bekannten Rängen von zum Beispiel Spielen wie League of Legends oder so aus, in dem eben hier auch die Bezeichnungen erstmalig eingeführt wurden. Weitere Infos erwarten wir. Anfang April soll eben die neue Season starten. Mein Ziel wird es in der Season 4 sein, dass ich diese Champion-Tiers erreichen kann. Vielleicht schaffe ich es in Season 3 irgendwo auch Grand Champion zu werden. Ich war schon mal Super Champion im 3-on-3-Team. Es hat jetzt aber überall nicht ganz so genau geklappt. Ich werde es noch weiter probieren. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Meine Frage ist halt, wie hoch konntet ihr in Season 3 bisher ranken? Oder schafft ihr es vielleicht sogar noch ganz knapp einen Rang höher zu kommen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare, damit ich dann ungefähr weiß, welche Wheels ihr halt oder andere Rewards, wenn ihr den Titel bekommt, ihr in Season 3 bekommen könnt. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf weitere Infos und würde sagen, haut rein Leute, macht das, tschüss und Servus, euer Basti.